Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Ich habe offscreen wieder ein bisschen Schleimkacke verkauft und musste ein bisschen umstrukturieren, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Ich habe aus Versehen pinke Schleimkacke bei den Radioaktiven reingeschossen gehabt und ja. So, ihr seht mein Inventar voll mit Hühnern. Das hat einen guten Grund, denn wir wollen die verfüttern. Wir wollen mal testen, welche Hühnersorte die am liebsten mögen. Okay, die mögen Steinhühner. Dann kriegen sie die natürlich auch. So, ist noch was drin? Tatsache. So. Denn wir wollen ein bisschen produktiv heute sein. Ihr seht, wir haben 23.000 Geld. Und das wollen wir dann natürlich auch verkaufen. Okay, und die wollen Gestrüpphühner. Das können wir natürlich gleichzeitig wieder mit einsammeln. Ey, was ist denn hier los? So, und wir hatten noch die radioaktiven. Fressen die Hühner? Ne, die haben Gemüse gefressen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ihr seht, musste ein bisschen umstrukturieren hier. Die drei. Füttern wir hier welche. Oh, die Gockel können wir hier auch ver... Obwohl... Stimmt, Gemüse. So, wird gleich wieder eingesammelt und verkauft. Ihr wisst, wir brauchen Geld. Gut, das war's. Gehen wir jetzt zurück zu unserer Farm, verkaufen das und dann schalten wir heute unseren Hafen frei. Oh, die bringen ja so gut wie gar nichts mehr. Oh, die haben gut Geld gebracht. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt zum Hafen runter. Der war hier hinten. So, du kostest mich 5000. Egal, kaufen. So. Dann schauen wir uns doch mal den Hafen an. Ey. Ein Quietscheentchen. Hallo, hier kann ich die Wasserslimes reinmachen. 1, 2, 3, 4 Plots haben wir hier frei. Gibt es nichts wirklich Interessantes. Außer wieder so ein Höfeteil. Oh, da hinten geht's weiter. Gut. Also viel gibt es hier nicht, wie man sieht. Ja, wir haben unsere Wasserslimes umverfrachten, würde ich mal sagen. Und, ach so, ja gut, der war schon frei. Oh, hier wieder Fressalien. So, die kommen natürlich ins Silo. So, und da wir jetzt noch ein bisschen Geld haben, werden wir noch ein bisschen was verbessern. Hier, das sammeln wir auch noch ein. So. Stopp. Wir kaufen uns erstmal noch das da.
und den Schatzknacker. So, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir den überhaupt aktivieren. Die 1. So, hier sind die Karotten, die na mittlerweile schon überlaufen. So, wir testen jetzt einfach mal diesen Schatzknacker aus. Hinter der Scheune war was. Ja, bin ich mal gespannt. Ach stimmt, du bist auch fertig. What? Slime-Fossil und Glibberstein. Er ist gleichzeitig solide und nachgiebig. Keine Ahnung, für was ich den brauche. Wenn die Geschichte lächeln könnte, würde sie so aussehen. Alles klar. Jetzt müssen wir gucken. Option. Input. Schockwelle ansaugen, schießen, springen, interagieren. Gerätemodus, Taschenlampe, Radar, Karte. Okay, wie nutze ich den jetzt? Ach so. Was ist das? Okay. Für was ich das auch immer brauche. So, ich will gucken, was das andere da hinten ist. Ein seltsamer Diamant, höchst selten, aber noch höher gehandelt. Dann gehen wir den noch gleich mal verkaufen, würde ich sagen. Wenn wir das können. So, ist der hier drin abgebildet? Nein. Wo verkaufe ich die? Plotmarkt, ja, Hallo? Ja, toll, wie ich dir dabei helfen soll, aber wie verkaufe ich das hier? Kann man das alles einlagern? Sehr schön. Ey. Nein, warte mal, das wollte ich nicht. So, dann können wir uns noch das andere Zeug holen, was wir da weggeschmissen haben. Und ja, mal schauen. Apropos, können wir hierfür was verwenden? Spiral. Oh ja, die können wir hier rein. Oh, das können wir alles hier reinschmeißen. Für was ich das auch immer brauchen werde. So, wir haben immer noch Geld über. Mehr als genug. Die hier ziehen jetzt erst einmal um. Dafür kommt der Teich jetzt erst einmal wieder weg. So. Wir haben da ein Ziel. Wir gucken mal, was wir hier hinbauen können. Eine Verbrennungsanlage. Ihr braucht... Was du brauchst es nicht, verbrenn es. Was mache ich hier hin? Das ist eine gute Frage. Wir lassen das erstmal offen. Die Wasserslimes kommen jetzt hinter an den Hafen. Ist zwar doof, weil ich jedes Mal dahin rennen muss, aber die haben dort ein Quietscheentchen. Warum nicht? Und dann können wir dann gleich ein paar mehr hinsetzen.
Das gefällt mir. Aber was machen wir da vorne hin? Hier haben wir das Obstbäume, hier haben wir die Hühner. Das sind die normalen Hühner. Ja. Hier haben wir diese komischen Zwiebeln oder was das sind. Hier haben wir die Herzrüben, hier haben wir auch was. Da hinten haben wir Hühner. Ja. Keine Ahnung, was wir hier hin machen können. Da werden bestimmt noch ein paar Slime-Sorten kommen, die wir wollen. So. Aber diese Troller möchte gerne was haben. 5 Knall-Slimes und... Das machen wir doch. Die Knall-Slimes holen wir uns nicht bei uns, sondern... Die holen wir... Ja, wo holen wir die denn? Ja, ihr wisst schon, draußen, da wo sie natürlich spawnen. So. Die haben wir jetzt auf jeden Fall. Genau, und jetzt gehen wir instant die Knall-Slimes besorgen, 5 Stück. Und dann könnt man so eine Mini-Aufgabe lösen. So, die Knall-Slimes waren hier hinten draußen. Fünf Stück, ne? Möchten wir mal hoffen, dass wir die kriegen, ne? Da oben habe ich schon den ersten gesehen. Oder die ersten. Komm her. Komm her. So, eine noch. So. Die 4 schmeißen wir weg. Und da holen wir uns gleich noch ein paar Wasserslimes, würde ich sagen. 1. 2. Wo ist Nummer 3? Hä? Okay. Dann nicht. So, wir haben alles, was wir brauchen für die Quest. Da bin ich mal gespannt, was es als Belohnung gibt. Wenn das nicht sogar schon dort dabei stand. Ja gut, ich bin ein bisschen neben der Spur, falls ihr es auch mitbekommen solltet. Stopp, in die Richtung muss ich. In diese Richtung geht es. So, jetzt muss man gucken, wo haben wir das Grüne? Da haben wir es. Die 1. Rein damit. So, die Wasserslimes kommen direkt erstmal hinter ins Becken. Ja, das ist doch schon ein ganz schöner Weg hier. So, hier rein mit euch, fühlt euch wie zu Hause. Und von denen verkaufen wir alle bis auf 2. So, na komm. So, 2 Stück behalten wir. Der Rest wird verkauft. So. 1, 2. Genau. Okay. Das gab ein bisschen was. Ich hab Jägerplot. Meets
Plot und Hühner. Gut. Oh, der gibt gleich 80. Das ist cool. So, die Hühner, keine Ahnung, die verfüttern wir gleich mal instant. So, haben alles eingesammelt. Nochmal. Ja. So, da haben wir die erste Quest erledigt. Wir haben ein paar neue Slimes. Wir haben einen Schatz geknackt. Und wir haben... was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben den Hafen freigeschalten. So, in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen, gucken, was wir uns noch für Slimes angeln können. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder zum nächsten Video ein. Und lasst Kommentare da, lasst Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.